Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es um das Spiel Builder Simulator. Der ist momentan nur als Demo draußen, soll aber demnächst rauskommen. Und ja, ich würde sagen, wir gucken uns das erstmal an. Ich stelle natürlich mir jetzt alles hier einfach mal auf hoch. Das wird schon gehen. Gut, Ton nehmen wir mal ein bisschen runter. Genau, wir fangen mal ein neues Spiel an und dann gucken wir uns das mal an. Boah. Hallo. Ach, Bewegungsunschärfe ist da. Achso, okay. Wir haben fürs Erste einen Akkuschrauber, wir haben eine Spitzhacke, die unsere Hand, eine Mörtelkelle und eine Schaufel. Wir nehmen unsere Hand. So, was sollen wir machen? Wir sollen bestimmt irgendwas hier mitmachen, aber nee, soll man nicht. ja. You need pathway in the ground to start building the foundation. Follow the holograms, you can hold 20 at a time. Aha, okay. Also wir sollen jetzt hier graben. Nee, wir sollen. Ach so, nein, wir sollen Beton anmischen. Glaube ich. Plastik. Ja, zu. Wir probieren es mal mit Zement. Huch. Nee, irgendwie habe ich das Gefühl, es hat was hiermit zu. Hat es mit der Bewährung zu tun? Ach ja. Ah. Okay. Erstmal Bewährung setzen. Okay. Wir setzen weiter Bewährung. Ja, Bewährung ist das ja eigentlich gar nicht. Das ist ja eher eigentlich nur, um dem Beton dann nachher die Fließrichtung zu geben. Na, Beton mischen tun wir noch nicht. Wir machen jetzt erstmal nur die Bewährung für den Beton. Dass der Beton nachher weiß, wo er hin soll. Schalung, genau, sorry. Schalung. Also für alle, die sich wundern, auf was ich jetzt gerade reagiere, wir haben das Spiel vorher, also während der Spielevorstellung nehme ich das Spiel bei Twitch auf. Twitch-Link ist unten in der Videobeschreibung. Dort ganz gerne mal ein Follow da lassen, dann seht ihr auch immer so, auch so Spielevorstellungen, vielleicht sogar mit als erste, man weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall machen wir jetzt weiter Schalung und dann die Bewährung und dann gießen wir Beton an. Denke ich mal. Je nachdem, wie weit uns das Spiel das denn schon machen lässt. Weil es ist immer auch eine Demo und es ist Work in Progress, wie oben schon steht.
steht. Das Video nehme ich auf am 7.11. Am 7.11. wird es auch hochgeladen. Ich kann euch aber nicht sagen, wann es veröffentlicht wird. Das Spiel gibt es auf jeden Fall als Demo bei Steam. Also wer sich das gerne angucken möchte, der soll das tun. Bis jetzt, grafikmäßig, ist es so, ja doch, eigentlich ganz hübsch. Sieht halt besser aus als manche Astragon Games, die sogar. Hashtag Werbung. Achso, und jetzt kommt, genau, jetzt kommt Bewährung und als nächstes kommt der Beton. Also man konnte zumindest Sprachen auswählen. Ich denke doch, dass es dann im Endeffekt, sobald es draußen ist, auch auf Deutsch auswählbar sein wird. Also das, was wir hier bauen, wird, glaube ich, eher eine Gartenhütte. Ja. Es wird eine Gartenhütte, glaube ich. Oder ein sehr, sehr, sehr kleines Wohnhaus. Es hat ja nicht mal einen Keller. Obwohl, in Amerika hast du nicht so viele Keller und ich glaube schon, dass das hier eher... Oh, wir sind ja auch in einer Kleingartenanlage. Was soll es auch anderes werden als eine? Okay, das ist jetzt ein bisschen blöd, wenn man immer das anwählen muss. That was intense one and the winner is Concrete Mixer. Ja, okay. Boulders Choice. Ich würde jetzt sagen, dass das, weil das da ist Zement, also. Drück auf den großen roten Knopf. Nee. Ja, dann lass mich doch auf den großen roten Knopf drücken. Oh, wie vorsichtig er das macht. Hä? Hallo? Ja, du setzt das. Achso. Erst Wasser, dann das. Good job, now it's time to the show where you can pick all your toys by using... Ah, okay. Okay, zum ersten Mal geht es Tatsache an den Sand. Dieses Spiel ist nichts für Grobmotoriker. Chris, meinst du eine Garage mitten im Kleingartengebiet? Na, ich glaube eher weniger. Ah, okay, da oben ist sogar eine Mischanzeige.
Finde ich gut. Nee, es ist auf jeden Fall noch nicht genug Sand. Also ich glaube Tatsache, die Anzeige oben muss voll sein. Warum ich das jetzt gerade mit der Schippe jedes Mal hier hinter renne, man ja wahrscheinlich wird es einfach schneller geht. Weil irgendwie funktioniert die Schubkarre noch nicht. Also wenn das Entwicklerteam sich vielleicht dieses Video angucken sollte, erklärt mir bitte, wie das mit der Schubkarre funktioniert. Mir ist die Funktion einer Schubkarre durchaus bewusst, aber sie lässt sich nicht befüllen. Ja, okay. Kann das sein, dass ich zu viel Sand dran habe? Ist es eventuell möglich? Nee, warte mal, ich muss es, glaube ich. Nee, war schon richtig. Ja, gut. Wie kriege ich das jetzt wieder da raus? Theoretisch ja. Okay. Jetzt haben wir einen Fleck. Irgendwas. Bah! Hilfe. Sorry. Okay. Fangen das Ganze noch mal von vorne an. Wir machen jetzt noch mal Wasser. Wasser kann man, glaube ich, kann man Wasser zu viel machen? In welchem Verhältnis wird das gemixt? 33, 33? Oh, das war zu viel Wasser. Okay, davon kann ich nicht mehr ranmachen. Also brauchen wir jetzt höchstwahrscheinlich noch mehr Sand.
Aber da man vier Zutaten hat, ist wahrscheinlich 25, 25, 25 das beste Mischungsverhältnis. Oh, jetzt haben wir zu viel Sand. Glaube ich. Ich glaube, wir haben zu viel Sand. Oder? Das wird so das schlechteste Fundament, was ihr je gesehen habt. Schlechter als als das Fundament vom BER. Hilfe. Ich stehe in mich. Warum kann ich denn die. Ach so, okay. Kamerasteuerung ist ein wenig banal. An einen bestimmten No take the wheelbarrow and drive. Ach, jetzt habe ich das Zeug irgendwo. Kamerasteuerung ist halt gewöhnungsbedürftig dadurch, dass man immer entgegengesetzt denken muss. Ui. Das war wenig Zement. Okay, also nochmal neu mischen. Chris, bist du auch für ein Mischungsverhältnis von jeweils 25? Also vier gleiche Teile? Also 33, 3, nee. 30, 60, 90 und 10 Wasser. Naja, whatever.
das. Also ich glaube, unsere erste Mische war schon gar nicht so schlecht. Glaube ich. Auch wenn die Hälfte davon auf dem Boden liegt. So, ihr könnt übrigens auch rennen. So, rennt da. So. So, so könnt ihr ran. Jeder, der sagt, das ist scheiße, was ich hier mache, der hat einfach Unrecht. Es ist nicht scheiße. Es ist nicht scheiße, es ist vielleicht ein wenig unprofessionell, aber niemals scheiße. Wieso habe ich das Gefühl, da muss mehr Wasser ran? Also ich glaube schon, das Spiel gibt einem schon ganz stark vor, was man in welcher Menge da reinpacken kann. Also man kann es, glaube ich, einfach nicht falsch machen. Habe ich so das Gefühl. Weil das meiste, was da reingeht, ist Sand. Alles andere... Jetzt mal probieren hier. Ne, das ist voll. Naja, gut. Also ich könnte wetten, dass der Sinn in der Demo besteht darin, dieses Fundament zu gießen. Weil wenn man jetzt schon ein fertiges Häusle bauen dürfte, wäre es ja keine Idee. Boah. Da geht ordentlich Material rein. Also ich glaube, dieses Video wird auch deutlich länger als eine halbe Stunde. Schätze ich. So.
Also klar, wir wären einfach schon viel weiter, hätten wir nicht die erste Ladung einfach vom Mischer auf den Boden verteilt. Das gestehe ich ein. Aber warum lässt sich das jetzt nicht richtig mischen? Weil momentan ist es doch jetzt nur Patsche aus Wasser und Sand. Na, dann machen wir jetzt eine Patsche aus Wasser und Sand. Dann ist es so. Huch. Nein, nein. Lass mich los, du Schlange. Egal, das funktioniert genauso. Die Pampe funktioniert genauso. Irgendwie. Fisch am Bau, das können wir gut. Hier sieht man doch, was es werden soll. Es wird... Nein. Nein, definitiv nicht. Das wird das definitiv nicht, was auf dem Bild da zu sehen war. Sie trauen uns bloß noch eine Matsche aus Wasser und Sand zu. Naja, hey, da gehen wir in eine Matsche aus Wasser und Sand. Ja, dann wird's nur Wasser und Sand. Wir sind aus Deutschland, wir dürfen Fisch am Bau.
Ja, nicht, dass es trocken wird. Warum geht das nicht mehr? Warum können wir da kein Zement und kein Beton reinmachen? Oder sind die Säcke leer? Oi. Fuck. Also, Sand ist billiger, ne? Eiskalt gefuscht. Vor allem das Schöne ist, der Fusch reicht auch noch nicht mal für alles. Also wir können noch mal fuschen. Einmal dürfen wir noch fuschen. Wo ist der? Nein. Nein. Sag mir bitte nicht, dass das wirklich passiert ist. Ach, jetzt. Ich hatte gerade kurzzeitig Bedenken, dass Tatsache der Schlauch in meiner Matsche fest geworden ist. Okay, das geht nicht mehr. So, wir holen die nächste Fuschmischung ab. Ich hoffe auch die letzte eigentlich. Also, nee, jetzt wäre noch. Also.
Also eine Mische müssen wir noch machen, weil da vorne ist noch Loch. Schwieriges Thema. Reicht unser Zeug noch dafür? Leute immer schön aus dem Rücken heben. Ganz wichtig. Erst sie, sonst haben wir den nächsten Fleck vom Mischer. Hier fehlt irgendwo noch was, glaube ich. Also ich weiß jetzt nicht, was genau die Demo beinhaltet. Ob es jetzt halt wirklich nur das Fundament abmischen ist. I don't know.
Ah, okay. You are special, keep it up. Now it's time for the hollow blocks. Oh. Oh. Hey, wir dürfen noch mauern. Leute, ihr wisst aber schon, was ich mit dem... Nein, ich möchte denn den Kleister nicht da dazwischen schmieren, weil ich weiß, dass dieser Kleister Fusch ist. Wie lang ist das jetzt eigentlich schon? Oh, eine Dreiviertelstunde. Wir setzen jetzt die erste Steinreihe und dann ist das erste Video für die Demo auch erstmal vorbei, weil, dann haben wir eine Dreiviertelstunde für eine Demo und das ist auch schon ordentlich. Denke ich. Manche andere Demos gehen nur 20 Minuten oder so. Okay. Gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr euch vorstellen könntet, euch das Spiel zu kaufen. Oder ja. Wie gesagt, gibt es bei Steam. Preis ist wohl noch nicht bekannt. Veröffentlichungsdatum wohl auch noch nicht so genau. Ja. Wie gesagt, Link zu meinem Twitch-Kanal ist unten in der Videobeschreibung. Lasst dort gerne auch ein Follow da. Da gibt es öfter mal solche Demos, die man sich anguckt. Und jo. Bye bye.